Hallo zusammen, herzliche Grüße von der Partyinsel Ibiza. Ich bin hier mit meiner Familie am Urlaub machen und wir sind jetzt so circa 10, 12 Tage schon hier. Das sieht man mir wahrscheinlich schon an meiner zerzausten Frisur und meinem Bart. Und ja gut, Party haben wir jetzt hier nicht gesucht, aber die haben wir hier gefunden. Super viele Menschen sind hier, wir haben Hauptsaison und es ist für mich zumindest sehr, sehr schwer, hier ein anständiges Landschaftsbild bei Tag zu machen. Ich hatte mir vorher natürlich schon ein paar schöne Buchten rausgesucht, aber die Fotos von diesen Buchten sind wahrscheinlich im Winter oder in den Frühjahrsmonaten oder sowas entstanden, weil jetzt sind die Buchten voll geklatscht mit Menschen, Sonnenschirmen liegen. Hey, da ist kein vernünftig cooles Bild, also für mich zumindest, in Frage gekommen. So habe ich die Kamera eingepackt. Und eine andere Geschichte kann ich euch auch noch erzählen. Ich bin mal an einem Sonnenuntergang zu diesem ganz bekannten Felsen Es Verde oder sowas vorgefahren. Und es war mir nicht mal möglich, da einen Parkplatz zu finden. Dieser Felsen liegt ja vor der Insel und man kann da hinfahren in ein Naturschutzgebiet. Und in diesem Naturschutzgebiet haben mindestens 400 oder 500 Autos ungefähr geparkt. Das eine Auto hat sich die Ölwanne aufgerissen. Bei dem anderen Auto ist ein Reifen geplatzt, da war ein Wahnsinnschaos da und es waren nur junge Leute dort, die halt für ihren Instagram-Fotos sich auf diese Klippen stellen möchten, um den Sonnenuntergang da schön einzufangen. Bin ich halt mal wieder umgedreht, aber das solltet ihr wissen. Also im August hier Fotos machen, also Landschaftsfotos, das ist eine Herausforderung. So, ich bin jetzt aber in der Nacht um 3 aufgestanden. Bin die Ostküste mit dem Auto abgefahren und schlussendlich jetzt hier gelandet. Ich blende es euch mal ein. Es war jetzt auch gar nicht so easy, hierher zu kommen, weil das ist jetzt kein offizieller Strandabschnitt oder sowas, sondern es ist ja einfach eine sehr, sehr felsige Bucht. Oh Gott, da ist eine Katze. Alter! Da vorne steht schon ein Kreuz auf den Klippen. Also ich denke, man muss ja sehr, sehr aufpassen, wohin man läuft, vor allem in der Nacht. Deswegen habe ich hier noch meine Stirnlampe an. Mein Ziel ist es jetzt hier bei diesem Foto, was ich mache, die Bucht und den Sonnenaufgang aufzunehmen. Und da ganz, ganz weit draußen ist noch eine Burgruine zu sehen auf der rechten Seite. Das möchte ich jetzt hier aufnehmen. Das soll jetzt auch hier der einzige Spot sein bei diesem Bild. Ich bewege mich jetzt auch nicht zu nah an die Klippen. Ich kann es euch mal kurz zeigen, wie sie aussieht. Es ist nicht ganz ungefährlich. Hier schon mal die Katze, die mich gerade besucht hat. Also ihr seht, die Kamera, die steht schon fix. Oh, die Dornbüsche. Aua. Die Kamera, die konnte ich hier schon bei Dunkelheit aufbauen, um meine Bildkomposition hier zu finden auf den Felsen. Ich warte jetzt auf das erste Sonnenlicht, was hoffentlich da vorne hinter dieser Burgruine hervorspitzelt, um da das Bild zu machen. Hier bin ich jetzt zum Beispiel auf einer 8er Blende. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt mal da vorne diese Burgruine anfokussieren. Und das mache ich, indem ich hier an meiner Kamera in den manuellen Modus gehe und zoome hier mit meiner Displaylupe einfach mal hier vorne auf die Burgruine. Die ist zwar super weit weg, aber wie gesagt, mit der Displaylupe kann ich die sehr schön einfangen. Ziehe hier am Fokusring den Fokus kurz, bis die einigermaßen scharf ist. Und es sieht echt ganz toll aus so. Ja. Das lasse ich mal. Ich habe jetzt auch absichtlich diese Felsklippen in meinem Bild mit eingebunden, weil die Felsklippen geben meinem Bild so einen gewissen Rahmen und zeigen dem Betrachter eigentlich, wo stehe ich überhaupt. Wenn ich die jetzt abschneiden würde, würde das Foto nur von der Wasseroberfläche machen, könnte es auch, finde ich, von so einem ganz gewöhnlichen Aussichtspunkt mit Geländer sein. Aber hier zu stehen ist eigentlich echt krass und auch ein bisschen gefährlich. Und deswegen möchte ich halt diese Klippen auch einfach mal mit aufnehmen. Ja, und jetzt zu den Einstellungen. Wenn ich jetzt auf einer 8er Blende hier fotografieren würde, wäre hinten der Himmel komplett überbelichtet weiß auf 20 Sekunden. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal runter auf 2 Sekunden sowas. Das ist auch schon zu viel, auf 1 Sekunde. Und mit der 2 Sekunden Auslöseverzögerung mache ich das Bild auf 1 Sekunde Belichtungszeit. Und ihr wisst, ich stehe ja total auf Langzeitbelichtungen und 1 Sekunde ist mir natürlich viel zu wenig. Deswegen werde ich jetzt gleich mal mein Filterset draufschrauben
zunächst den ND-Filter, den 1.8er, der reicht mir, um hier ein paar Sekunden länger belichten zu können. Das hat dann einfach den Zweck, dass das Wasser geglättet wird. Weil hier sind jetzt keine hohen Wellen oder sowas, die ich jetzt unbedingt einfangen möchte. Hier ist Bewegung im Wasser und das brauche ich jetzt gar nicht. Weil ich bilde mir jetzt ein, wenn ich die Wasseroberfläche glätte, schaut man auf dem Bild eher noch in die Ferne und wandert nicht im Bild hin und her, sondern schaut da vielleicht auf diesen Felsen da vorne. Ja, das Ganze mache ich jetzt auch hier sehr weitwinklig. Ich fotografiere auf 16 mm, um hier einfach möglichst viel von der schönen Bucht drauf zu bekommen. Was mir noch auffällt, ich habe jetzt ein bisschen Glück, es ist ein schönes Wolkenspiel da oben am Himmel zu sehen. Das ist natürlich auch noch mal cooler, ja, anstatt wenn es komplett wolkenfrei ist, dann ist das Bild etwas langweiliger. So, hol jetzt erstmal den Filter, schraub den drauf und pass hier auf, dass ich nicht runterfall. Na, schau hier, der ND-Filter ist schon eingeklemmt. Ha, noch besser. Manuell fokussiert habe ich ja schon, deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht hier an dem Fokusring da irgendwie rummache, weil der Fokus passt und das Bild will ich ja einfach so noch machen. Die Besonderheit hier bei diesem Nisi V6 Filterhalter ist, dass da noch ein Polfilter mit dabei ist hier in dem Kit. Den lasse ich jetzt mal drauf, wobei der kaum eine Auswirkung hat, weil ich ja gegen die Sonne fotografiere. Wenn die Sonne aus einem schönen, sagen wir mal 45 Grad Winkel oder 90 Grad Winkel irgendwie ins Bild reinstechen würde, dann würde man den Polfilter noch viel besser sehen bei dem Foto. So hat er kaum eine Auswirkung, außer dass er vielleicht mein Bild ein bisschen bunter macht. Gut. Die Tasche lasse ich da unten und schaue mir jetzt an, was ich machen kann. In meinem Display sehe ich jetzt alles schwarz bei einer Sekunde Belichtungszeit und 8er Blende. Weil der ND-Filter bewirkt ja eigentlich nichts anderes, außer dass er das Objektiv komplett abdunkelt. Spaßeshalber möchte ich jetzt auch noch meinen Verlaufsfilter oben reinstecken. Und die Tasche musste jetzt tatsächlich erstmal wegtun, weil hier ist es so verdammt windig. Schaut her, der Verlaufsfilter dunkelt einfach den Himmel noch ein Stück ab. Welchen habe ich hier? Den Haida Nano Pro MC Soft 0,9. Weil das ja manche immer mal fragen. Den stecke ich jetzt noch vor den ND-Filter. Und schauen wir das mal an. Ja, und schon habe ich einen roten Himmel. So einfach geht's. Okay. Und jetzt muss ich natürlich meine Einstellungen entsprechend anpassen. Und dafür wähle ich jetzt eine 6er Blende auf 25 Sekunden. Und ich bleibe auch von der Bildkomposition genauso, um dann am Ende aus diesen 5 Bildern oder was, die ich jetzt hier mache, das Schönste auswählen zu können. Ich war ja auch da unten irgendwie und habe die Bucht hier mit aufgenommen, aber da fehlt mir dann eben diese Burgruine da hinten. Hat mir nicht gefallen, deswegen bleibe ich genau hier und gehe auch nicht noch näher an den Fels ran. Traumhaft. Ja, solche schönen Buchten gibt es auf Ibiza eben viele, aber die meisten Spots, ja, sind einfach, zumindest in der Hauptsaison, sehr schwierig zu fotografieren, weil einfach zu viel los ist und ich will keine Menschen auf dem Bild. Und ich mag es halt auch, in der Natur allein irgendwie zu sein, ohne dass mir ständig Leute über die Schulter gucken, mich voll labern. Verlaufsfilter kann man auch hin und her schieben. Und auch jetzt, wenn ich hier am Polfilter drehe, sehe ich, hat er trotzdem eine Auswirkung, was das Wasser angeht, weil er nimmt wirklich die Spiegelung raus. Mein Wasser wird jetzt hier im Display schon viel, viel dunkler. Top, würde ich sagen. Schadet nicht, am Polfilter zu drehen, wenn man ihn drauf hat. Ja, und so genieße ich jetzt hier einfach
den Sonnenaufgang, obwohl ich eigentlich vorhin todmüde war. Das war echt krass. Aber es ist einfach schön hier. Jetzt würde ich mir auch tatsächlich mein 14 mm Weitwinkel von Sony wünschen, um noch mehr von der Bucht und dem Himmel drauf zu kriegen, weil dieses Wolkenspiel ist gerade so schön. Ah, sieht toll aus. Und jetzt halte ich einfach weiter drauf, verändere jetzt mal gar nichts, um einfach mal zu sehen, ob sich die Sonne da hinter diesem Wolkenband noch mal ganz kurz zeigt. Das würde ich mir wünschen. Da ein paar Sonnenstrahlen noch mit auf dem Bild. Sieht gut aus. Ansonsten bleibt einfach nur dieser rosarote, ja, Horizont, was ja auch okay ist. Buh! Geil! Aber das Schöne ist tatsächlich, dass ich alleine bin. Jetzt ist der Moment da, dass die Sonne langsam am Horizont aufgeht und mich feuerrot anschaut. Oh, geil, 50 Sekunden und oh, ist die groß, das ist ja Wahnsinn. Also wirklich hier mit dem Auge gesehen, ist es viel, viel schöner als hier auf dem Foto, das kann ich euch sagen. Bam, das war's, Leute. 15 Sekunden auf Blende 9 mit dem Verlaufsfilter und dem ND-Filter. Toll. Eins mal noch. So habe ich es jetzt mal in der Morgendämmerung und auch mit Sonnenaufgang. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Sonne steigt. Wahnsinn. Da hast du echt nur 5 Minuten und dann ist das Thema durch mit dem Sonnenaufgang. Bam. Leichtes Wolkenspiel ist zu sehen. Mai, und eine wunderschöne Bucht. Und keine Menschen. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und mich hier begleitet habt auf dieser lustigen Nachtexpedition, obwohl ihr wart jetzt auch erst bei Tag dabei. Aber es hat riesen Spaß gemacht. Und vielleicht komme ich nochmal dazu, vielleicht morgen oder übermorgen, nochmal eine Nachtaktion zu starten, wirklich mal ein Nachtbild hier zu machen von irgendeiner Bucht oder sowas. Weil tagsüber ist es mir echt nicht möglich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Euer Sigi von der schönen Insel Ibiza. Bye bye.